Am 18. und 19. September wird auf dem Golfplatz Zwickau nun zum 10. Mal der Charity Kids Cup ausgetragen. Der Erlös kommt dem Verein Kinder in Zwickau zugute und damit den Waisenkindern und Mündeln der Region. Natürlich werden auch diesmal wieder prominente Teilnehmer mit am Start sein. In diesem Jahr konnte das Organisationsteam den ehemaligen Handballnationalspieler Stefan Gretschmer als Teilnehmer gewinnen. In den vergangenen 10 Jahren waren schon viele prominente Teilnehmer auf dem Zwickauer Golfplatz. Da entsteht natürlich ein gewisses Netzwerk untereinander. Wie vieles im Leben entsteht sowas über persönliche Kontakte. Natürlich hast du, wenn du einigermaßen prominent bist, sehr viele Anfragen, gerade für Charity-Sachen, Charity-Turniere. Und du musst dich dann ernsthaft entscheiden, was du machst, weil das kann man ja in der Tat jedes Wochenende machen, Golfturniere spielen, was auch immer. Und Günni kenne ich halt schon eine gewisse Zeit, 2-3 Jahre. Spielen wir dieselben Golfturniere oder dasselbe Golfturnier. Und dieses Jahr kam der Kontakt halt ein bisschen intensiver. Natürlich wurde auch dabei ein bisschen getrunken und dann hat er mir von dem Projekt ausführlich erzählt. Ich kannte das schon von Heiner Brandt, der letzte, der schon hier war, auch von Kurt Klüspies. Die sehe ich ja nur ein bisschen häufiger und alle haben geschwärmt davon, sowohl von der Organisation als auch natürlich von dem, was am Ende bei rauskommt. Und dann habe ich gesagt, dieses Jahr sage ich dann alles ab und komme nach Zwickau. 10 Jahre Charity Kids Cup. Das sind auch 10 Jahre Hilfe für Kinder, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Waisenkinder und auch Kinder mit einem amtlichen Vormund. Die Idee war einfach, spielend helfen. Geht am besten so, dass man Leute, engagierte Golfer findet, die bereit waren, für ein Projekt vor der eigenen Haustür zu sagen, da spielen wir mit. Da sind wir bereit, uns zu engagieren. Und in den 10 Jahren ist unwahrscheinlich viel passiert, denn wir haben durch die Erweiterung des Landkreises sind immer mehr Kinder dazugekommen. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Zwickau. Wir haben mit unserer Steffi Reuter, unserer Vereinsvorsitzenden, eine ganz rührige Frau. Wenn es nach ihr geht, könnte jede Woche irgendwo geholfen werden. Und wir haben uns dann aber auf Dinge konzentriert, wo wir gesagt haben, ein Stipendium am Robert-Schumann-Konservatorium. Es geht um Schwimmkurse, es geht um die Ausstattung zum Schulanfang. Das große Mündeltreffen, wo wir mit über 200 Leuten jedes Jahr 3 Tage nach Schöneck fahren. Aber jetzt auch neue Projekte. Wir haben ein Engagement jetzt mit dem Tropical Island, wo wir auch mit den größeren Kindern hinfahren können. Uns ist es gelungen, Kinder, die dann aus dem Heim raus müssen, weil das eben so vorgesehen ist, in eine Wohngruppe zu integrieren. Wir haben dort eine komplette Wohnung ausgestattet mit Küche, mit Wohnzimmer, mit Schlafzimmer, mit allem, damit die eben wirklich eine Chance haben, sich ans normale Leben zu gewöhnen. Und ich denke mal, das kann sich sehen lassen und dass wir da mit Güsport gemeinsam so ein Paket aufbauen, alle Mitarbeiter dort engagiert sind, das zeigt, dass es eine gute Sache ist. Güsport ist ein Partner der ersten Stunde. Rüdiger Günnel, von dem das Gü im Firmennamen stammt, ist sehr glücklich, auch im 10. Jahr des Turniers wieder eine hochkarätige Teilnehmerliste präsentieren zu können. Diesmal mit Gretsche und weiteren an der Spitze. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja in den letzten Jahren viele prominente Sportler gehabt. So, es gab auch den einen oder anderen mal Schauspieler oder Sänger. Dieses Jahr haben wir die Stefanie Hertel, die ja singt. So, aber wie gesagt, Sport ist immer wieder das Thema und deshalb gehen wir immer an Sportler ran. Und wie gesagt, wir freuen uns ganz besonders. Ist ja auch ein ostdeutsches Idol. Handball spielt in Zwickau eine Rolle. Viele kennen ihn. So, und ich staune immer wieder, wie viele Frauen von ihm schwärmen. Seit 10 Jahren ebenfalls mit dabei, das Mercedes Autohaus Luke als Sponsor. Ja, viele Sachen werden zur Tradition, aber es ist nicht die reine Tradition, sondern es ist auch das persönliche Engagement, wie wir schon vorhin in der vorangegangenen Pressekonferenz kurz erwähnt hatten. Es ist uns aus Gründen der Kombination aus einer karitativen Hintergrund, aus dem karitativen Hintergrund und einer sportlichen Veranstaltung und als lokales Unternehmen im Prinzip die Kombination aus diesen genannten Dingen, hier als Unterstützer weiterhin tätig zu sein. Und aufgrund der professionellen Organisation, die das Turnier seit vielen Jahren genießt, sind wir der Sache auch treu geblieben. Doch noch einmal zu Gretsche. Viele fragen sich, was der ehemalige Handballnationalspieler heute macht. Wie oft nimmt er heute den Handball noch selbst in die Hand? So selten wie möglich, weil jetzt bin ich auch schon 42 und da merkt man dann schon, dass die körperliche Konstitution langsam nachlässt. Man ist nicht mehr so schnell, man springt nicht mehr so hoch. Und das, was man früher als Anspruch hatte, was man auch selber noch in Erinnerung hat, ist in weite Ferne gerückt. Und man möchte natürlich sich nicht blamieren. Also wir spielen mit der alten Nationalmannschaft noch 6-7 Mal im Jahr circa. Freundschaftsspiele,
irgendwelche Vereinsjubiläen, wo man uns halt anfragt. Wir spielen jetzt zum Beispiel, glaube ich, im Dezember gegen den Thüringer HC, gegen die Frauenmannschaft. Da bin ich auch mal gespannt. Das ist dann eine Premiere für uns. Aber die Mädels trauen sich dazu und da bin ich mal gespannt, wie wir noch dagegen halten können. Also das ist für uns immer sehr schön, weil wir uns nach langer Zeit wiedersehen. Und dann kommen die alten Geschichten wieder raus und so verliert man auch nie den Kontakt. Und sportlich kann sich das schon noch sehen lassen. Also wir haben den Staffelstab der 80er Olympiasieger oder der 78er Weltmeister aufgenommen. Die unterstützen ja die Joachim-Deckarm-Stiftung und so unterstützen auch wir Joachim-Deckarm und andere karitative Projekte immer wieder mit unseren Spielen. Und dann sieht man sich halt gleichzeitig und da spiele ich dann auch noch mal ein bisschen Handball. Doch nun muss er erst mal sein Können auf dem Golfplatz unter Beweis stellen. Am 18. und 19. September zum 10. Charity Kids Cup in Zwickau.